Okay, yeah. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, euch zum 83. netzpolitischen Abend begrüßen zu dürfen. Hier auf der Seabase und an den Bildschirmen da draußen. Es wird wie immer Video gestreamt. Wer nachher bei der Diskussion nicht gefilmt werden möchte, stelle sich bitte in den Bogen oder hinter diese Kamera und wird dann nicht aufgenommen. Wenn ihr uns im Stream zuschaut, hallo, hallo, könnt ihr euch natürlich auch an der Diskussion hier beteiligen, nämlich indem ihr eure Fragen an den Hashtag NPA083 schickt. Das werden wir mitlesen und dann gegebenenfalls hier in die Diskussion tragen. Ja, soweit. Wir haben drei Beiträge heute, zwei, die sich mit Datenschutzfragen im Gesundheitsbereich beschäftigen und ein Thema aus dem Bildungsbereich. Und damit geht es auch gleich los mit unserem ersten Beitrag von Isabel Bartram, Molekularbiologin, bitteschön, und Mitarbeiterin des Genethischen Netzwerkes. Und sie wird uns vortragen. Haben wir das auch schon irgendwo auf dem Beamer? Sie wird uns vortragen über Datenschutzverstöße von Internet-Gentests. Bitte schön, Applaus für Isabel. Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, das ist, was ich erzählen werde. Einmal natürlich für die, die es nicht wissen, was ist überhaupt ein Gentest? Dann, was meine ich mit Internet-Gentests? Und was für Firmen gibt es da? Was ist eigentlich die Technologie, die dahinter steht? Und dann natürlich sozusagen als Hauptfokus die Datenschutzrisiken, die man eingeht. Und noch was zum Geschäftsmodell der Firmen. Und dann ein Fazit. Also ein Gentest, ich will jetzt nicht nochmal bei, also bei Biologie anfangen, also beim Biologie-Schulunterricht anfangen, was ist DNA, aber damit ist sozusagen gemeint, dass Erbgut im Zellkern, das wird eben, und das ist das Wichtige, 50% davon wird jeweils vererbt an die nächste Generation. Und 99,9% der DNA-Sequenzen sind identisch bei Menschen. Es gibt jedoch kleine individuelle Muster von Abweichungen. Und die sorgen dafür, dass man eben, dass die DNA eben hoch identifizierend ist. Also man Menschen sehr gut identifizieren kann, wenn man eine DNA-Spur hat und die vergleicht mit einer Probe von der Person. Und das macht man eben, indem man diese kleinen Muster anguckt. Und das machen eben auch Gentests, dass sie eben an bestimmten Stellen der DNA gucken, wie sieht das, sieht eben die Anordnung der Bausteine der DNA da aus. Und es gibt Gentests im ärztlichen Bereich, also im medizinischen Bereich. Das macht man vor allem bei sogenannten monogenetischen Erkrankungen. Also das sind Erkrankungen, die kleinen Abweichungen in bestimmten Sequenzen, in Genen basieren. Die sind jedoch sehr selten. Und dann wird auch gerade viel daran geforscht, dass eben auch für andere Erkrankungen eventuell Gentests gemacht werden oder dass maßgeschneiderte Medizin, die auf sozusagen genetischen Biomarkern beruht, entwickelt wird. Das ist aber vor allem, also da gibt es ein paar Medikamente, aber viel davon ist auch noch Zukunftsmusik. Dann gibt es Vaterschaftstests natürlich, also wo man eben den Verwandtheitsgrad von Leuten bestimmen kann. Und dann gibt es eben diese sogenannten Direct-to-Consumer-Gentests, also Internet-Gentests. Das sind eben welche, die man im Internet bestellen kann, ohne dass ein Arzt zwischengeschaltet ist oder eine Ärztin. Und da gibt es Tests, die können Gesundheitsvorhersagen machen oder einem Lifestyle-Tipps geben, wie welche Diät passt zu mir oder welcher Wein schmeckt mir am besten, falls ich das selber noch nicht weiß. Und sagen sie eben einem auch, dass sie einmal so Abstammungsanalysen machen können, also dass man nahe Verwandte finden kann
oder aber auch, dass man ganze Stammbäume bestimmen kann oder dass sie einem auch sozusagen eine wahre Herkunft verraten können. Ja, nochmal genau, also sie sind eben nicht ärztlich verschrieben. Es gibt dementsprechend auch keine Beratung vorher oder nachher. Also natürlich haben die Tests jeweils, die Testanbieter bieten Informationen darüber und auch ganz klein in den Geschäftsbedingungen sagen sie auch was zu negativen Konsequenzen, die diese Tests haben können. Aber es ist eben keine persönliche Beratung oder ja auch keine Beratung, wie man mit diesen Ergebnissen dann umgeht. Also ist eben die Frage, ob man da von einer informierten Einwilligung sprechen kann. Und wie die Tests jeweils funktionieren, ist auch Geschäftsgeheimnis natürlich. Das sind die momentanen Marktführer. Also vor allem Ancestry und auch 23andMe. Ancestry hat sich vor allem auf diese Abstammungsanalysen spezialisiert. 23andMe macht eben auch Gesundheitsvorhersagen und auch Aussagen zu Lifestyle-Sachen. Ich werde jetzt vor allem über Ancestry reden, weil die seit November 2018 auch auf dem deutschen Markt sind, ganz offiziell. Also auch nicht alleine, also MyHeritage zum Beispiel hat auch schon mal eine Werbebustour durch Deutschland, also durch Europa und auch Deutschland gemacht. Also auch die bieten das speziell an deutschsprachige Kundinnen an. Genau, aber Ancestry hat auch den gerade vor ein paar Wochen den Big Brother Award gewonnen, wegen ihren Verstößen eben gegen Datenschutzrecht. Dazu werde ich später noch was sagen. Einmal noch mal kurz, wie funktionieren diese Tests? Also man bestellt die im Internet und dann kriegt man so ein Kit mit einer Plastikröhre, da spuckt man rein und das schickt man an die Firma und die analysieren eben bestimmte Stellen in der DNA. Also das sind eben diese kleinen Stellen, wo es kleine Unterschiede zwischen Menschen geben kann, die sogenannten Single Nucleotide Polymorphisms. Bei Ancestry sind das eben 700.000, die sie sich angucken, also sagen sie. Und dann wird daraus ein Profil erstellt, das man auch noch mit seinen eigenen Daten ergänzen kann, wenn man möchte. Also man kann auch noch Sachen über seine Lebensweise oder Erkrankungen in der Familie oder so angeben. Genau, und die Ergebnisse sind dann eben einmal Verwandtschaftsverhältnisse. Das sieht jetzt nicht mehr so ganz so aus, wie ich das wollte, aber also diese Verwandtschaftsverhältnisse, vor allem von nahen Verwandtschaften, das ist relativ verlässlich, weil DNA eben ja gut für sowas ist. Dann aber diese Angaben über wahre Herkunft, die oft so prozentual genau angegeben wird, ist wissenschaftlich relativ fragwürdig. Genauso wie die Berechnung von Erkrankungsrisiken und anderen Eigenschaften. Und also das wäre jetzt ein eigener Vortrag für sich. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Genau. Aber ich will jetzt vor allem über Datenschutz reden. Dazu muss man wissen, DNA-Daten sind jetzt keine normalen Daten, sondern sie sind besonders sensibel. Und ich denke, das ist auch den meisten Kundinnen gar nicht so bewusst, die eben diese fröhlichen Videos sehen, die mit denen die Tests sehr viel beworben werden. Also DNA-Daten sind eben nicht anonymisierbar, sie sind schicksalhaft. Also das heißt, man kann sich nicht aussuchen, wie sie sind und man kann sie auch nicht verändern. Und sie haben eben einen sehr sensiblen Informationsgehalt. Also sie enthalten Daten über Verwandtschaft natürlich und aber auch Gesundheit. Ja, und möglicherweise andere Eigenschaften, also da ist die Forschung ja auch noch nicht so weit. Wir wissen nicht, was da vielleicht noch für Informationen drinstecken. Genau. Und das Legen von DNA-Spuren, also wir verlieren ja die ganze Zeit Hautschuppen und Haare, also das ist eben nicht verhinderbar. Und die Analysetechniken sind auch für Laien nicht nachvollziehbar. Also man braucht eben da ja, teure Technologie, das kann man jetzt zu Hause nicht selber überprüfen und auch nicht kontrollieren. Und deshalb sind eben die Daten, DNA-Daten im EU-Recht besonders geschützt. Und eben in Deutschland gibt es auch das Gendiagnostikgesetz, was vor genetischer Diskriminierung schützen soll. Und auch die Firmen sagen, dass ihnen Datenschutz ganz, ganz wichtig ist. Das habe ich hier von Ancestry und MyHeritage kopiert. Aber wenn man sich eben das genauer anguckt, die Nutzungsbedingungen,
sieht das ganz anders aus. Also ich beziehe mich hier auf ein Rechtsgutachten vom Netzwerk Datenschutzexpertise von Thilo Weichert. Da wird eben gezeigt, dass die zwei schreiben, dass die Daten Eigentum der Nutzerin seien, aber die haben dann trotzdem nur ein eingeschränktes Nutzungsrecht für ihre eigenen Daten. Und die Firmen übernehmen auch keinerlei Verantwortung für die Nutzung der Daten, auch wenn die von Drittfirmen genutzt werden. Und die Verantwortung wird eben ganz auf die Kunden gewälzt sozusagen. Und die Aufklärung der Betroffenen, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass man eben gar nicht so richtig über die Konsequenzen vorher aufgeklärt wird, die das haben kann. Und das genügt eigentlich nicht den gesetzlichen Anforderungen. Und es findet auch keine Sicherstellung der Identität der Kunden statt. Das heißt, man kann auch heimliche Vaterschaftstests machen, es können auch Minderjährige diese Tests machen. Also ja, das ist eben auch problematisch. Und dann sind die Forschungszwecke zum Teil kommerziell. Und das sozusagen ist nicht verboten, aber was auf jeden Fall so nicht sein kann, ist, dass die Forschungszwecke sehr undefiniert sind. Also eigentlich müssen Kunden so aufgeklärt werden, wozu ihre DNA-Daten verwendet werden. Und da die Firmen noch selber gar nicht wissen, wer mal diese Daten nutzen wird, ist eben so Transparenz gar nicht möglich. Genau, dann ist es oft gar nicht möglich, die eigenen Daten zu löschen. Also wenn andere Kunden, die einmal in ihre eigenen, also bei Ancestry kann man so Stammbäume erstellen und Daten von anderen Kunden da reintun. Und wenn die einmal da reingeladen wurden, dann kann man die nicht mehr löschen. Und auch wenn die mal schon für ein Forschungsprojekt verwendet wurden oder werden, kann man die auch nicht mehr löschen. Man kann dann auch nicht mehr die Zustimmung widerrufen. Also man muss sozusagen aktiv zustimmen, dass die Daten auch für Forschungsprojekte verwendet werden können, aber man kann das dann nicht mehr rückgängig machen. Und deshalb kommt dieses Gutachten eben zum Schluss, dass da allumfassende Verstöße gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung und das Gendiagnostikgesetz und deutsches Verbraucherrecht sind. Genau, und deshalb hat auch Big Brother den Big Brother Award erhalten, überreicht von Thilo Weichert. Genau, dann möchte ich jetzt darüber reden, was sind überhaupt die Risiken, die man da eingeht. Also einmal ist es natürlich so, dass man nicht nur alleine Risiken eingeht, sondern DNA betrifft ja auch immer die biologischen Verwandten. Und zwar nicht nur die existierenden, sondern auch die zukünftigen. Also man gibt ja immer Daten raus über Personen in seinem Umkreis, in seinem Verwandtschaftskreis, die vielleicht gar nicht selber zugestimmt haben. Und dann ist es natürlich so, dass man da immer Verwandte findet. Man findet im Internet sehr viele Erfahrungsberichte, wo eben Familienkonstellationen aufgedeckt wurden, von denen niemand wusste, irgendwie Familiengeheimnisse gelüftet wurden über Kinder, die es noch gab, außereheliche. Und das kann natürlich, es kann total positiv sein, wenn zum Beispiel adoptierte Kinder ihre biologischen Verwandten so wiederfinden können. Aber es gibt eben auch Leute, die haben sehr negative Erfahrungen und man weiß es eben vorher nicht. Und es ist so, also von sowas ist ja eben auch der ganze Verwandtschaftskreis betroffen. Und die, das ist dann die Frage, was ist mit deren Recht auf Nichtwissen? Und dann eben auch, was ist mit den Versprechen auf Anonymität, die Samen und in anderen Ländern Eizellspenderinnen gegeben wurden. Die sind eben heutzutage nicht mehr einhaltbar mit diesen Tests. Dann ist natürlich die Gefahr von genetischer Diskriminierung gegeben. Also in Deutschland gibt es das Gendiagnostikgesetz, das verbietet Arbeitgeber und Versicherungen, DNA-Daten überhaupt nur anzunehmen oder eben zu verarbeiten. Und es gibt jedoch Fälle, wo sich nicht ans Gesetz gehalten wird. Also zufälligerweise hat gerade erst heute eine Frau bei uns angerufen. Also es passiert ab und zu, die von einer privaten Versicherung abgelehnt wurde aufgrund einer, einer Mutation in einem Gerinnungsfaktor, also wo es nur um ein Risiko geht und nicht um eine bestehende Erkrankung. Genau, und dann ist natürlich so, dass Versicherungskonzerne auch Lobbyarbeit machen und wir jetzt nicht mehr davon ausgehen können, dass diese Gesetze für immer bestehen werden.
Und man, wie gesagt, man, das ist ja auch für zukünftige Verwandte sozusagen ein Risiko. Und dann gibt es natürlich das Risiko durch staatlichen Zugriff. Also in den USA wird gerade greift die Polizei sehr viel auf öffentliche DNA-Datenbanken von HobbyAhrenforscherInnen und findet dann eben Verdächtige, aber sozusagen nicht, weil die ein Profil eingestellt haben, sondern weil deren entfernte Verwandte da eben drin sind, und dann klappern sie eben Verwandte ab, bis sie Leute gefunden haben, und das ohne richterlichen Beschluss. Und also in Deutschland sozusagen wird darüber noch nicht diskutiert, aber man weiß ja nie sozusagen. Und in Kanada gibt es zum Beispiel, wird von einer Firma so ein Gentest verwendet, wenn Leute abgeschoben werden sollen und deren Nationalität angezweifelt wird, obwohl die Tests also wissenschaftlich klar ist, dass man damit nicht Nationalitäten bestimmen kann. Dann, ja, wir wissen nicht, was es noch für zukünftige Verwendung für DNA-Daten geben wird und wie der Missbrauch geschehen kann. Also das ist sehr abhängig von der Technologie und politischen Entwicklung und ja, total schwierig vorauszusehen, auch von den Firmen selber, selbst wenn die sozusagen sagen würden, was mögliche Konsequenzen sind. Also ja, es ist einfach nicht klar vorauszusehen. Ja, dann wollte ich noch was zu dem Geschäftsmodell sagen, was eben auch problematisch ist. Es ist eben, die Tests werden ja immer billiger, und das deutet eben schon darauf hin, dass es man eben mit seinen Daten zahlt und nicht sozusagen für den Test. Die benutzen das eben für eigene Forschung, aber vor allem verdienen sie durch Nutzungsrechte durch Pharma, zum Beispiel Pharmafirmen. Also letztes Jahr gab es so einen der größten Verträge bis jetzt von einer Pharmafirma mit 23andMe für 3,5 Millionen US-Dollar. Und Ancestry zum Beispiel hat einen Vertrag mit einer Tochter von Google, Calico. Genau. Und der Zweck dieser Forschung ist eben Technologieentwicklung, medizinische Forschung, aber eben auch sowas wie personalisierte Werbung. Es ist bei allen Firmen so, dass man eben zustimmen muss, dass es für Forschung verwendet wird, aber da wird eben dann gesagt, dass es für medizinische Forschung sozusagen, man tut was Gutes. Und das ist aber, würde ich denken, auch, kann man drüber diskutieren. Ist die Frage, ob medizinische Konzernforschung wirklich unbedingt gemeinnützig ist. Also einmal ist sie natürlich profitorientiert und man wird nicht beteiligt am Gewinn. Also es ist sozusagen, man zahlt zweimal, einmal für den Test und dann einmal für Medikamente, die eventuell entwickelt werden. Und dann ist auch so, es gab schon einen Fall, wo eine Firma auch ein Patent auf menschliche Gene angemeldet hat. Dann werden natürlich die Leute, die sozusagen da Probanden sind, auch nicht beteiligt. Ja, daraus, das ist jetzt mein Fazit, oder man könnte auch sagen Forderung. Ich denke, damit solche Tests irgendwie einigermaßen okay vor sich gehen für die Kunden, sollte einmal so eine Transparenz da sein. Also die Leute müssen darüber aufgeklärt werden, was mit ihren Daten passiert, darüber, was für Ergebnisse überhaupt möglich sind, was Konsequenzen davon sind. Die Methoden müssen irgendwie nachvollziehbar sein, also kein Geschäftsgeheimnis validiert. Die Kunden müssen die volle Kontrolle haben, und es sollten auch keine falschen Versprechen gemacht werden, und natürlich sollten die Daten sicher sein, und die Nutzung durch Drittfirmen ist fraglich, ob das sozusagen datenschutzrechtlich gehen kann. Dann ist natürlich so, schon allein, was passiert mit den Daten, das kollidiert mit dem Geschäftsmodell. Also, weil die Firmen ja jetzt auch noch gar nicht wissen, was sie vielleicht später für Verträge mit anderen Firmen haben, was für Forschungsprojekte sie machen und was für Ergebnisse sind möglich. Das ist auch vielleicht gar nicht technisch jetzt vorhersehbar. Und auch die volle Datenkontrolle ist in dem Geschäftsmodell gar nicht vorhergesehen, weil sonst, also sie müssen ja irgendwie mit den Daten was machen, damit sie damit Geld kriegen können.
verdienen können. Und ja, und die Frage ist auch, das ist hier leider alles ein bisschen verrutscht, aber ob sozusagen diese nur evidenzbasierte Aussagen, ob das überhaupt dem Kundinnenwunsch entspricht. Weil zum Beispiel bei dieser Herkunftsanalyse wissenschaftlich sagt man, man kann höchstens kontinentale Herkunft bestimmen, ob sowas wie europäisch wahrscheinlich, ob das sozusagen die Leute dafür, ob die Leute dafür 100 Euro zahlen würden, ist fraglich. Und ja, können Daten, wenn die einmal raus sind in so einer Datenbank, können die wirklich für immer sicher sein? Es ist fraglich und eben auch mit dem Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht vereinbar. Ja, das war's. Hallo, hallo. Jo. Ja, vielen Dank, Isabel. Das sind ziemlich beunruhigende Perspektiven, die du hier aufgemacht hast. Ich bin sicher, das geht nicht nur mir so. Gibt es Nachfragen? Ich wollte mal fragen, NS3, wo ist der Sitz? Weil das ist ja entscheidend, weil das im Zusammenhang mit der DSGVO in Amerika, oder? Sie haben auch jetzt eine Filiale in München, glaube ich, aufgemacht. Ja, also auch in Deutschland. Kriegt man denn diese Pandoras Büchse wieder zu? Oder ist das, würdest du sagen, wenn das sich bereits als Geschäftsmodell so weit ausgebreitet hat, dass man da gesetzgeberisch, regulatorisch kaum noch hinterherrennen kann? Oder siehst du Chancen? Naja, also die Gesetze sind ja eigentlich da, sie müssen halt nur, es müsste halt nur was passieren. Und gerade ist es offensichtlich so, dass die entsprechenden Behörden da nicht hinterher sind. Und bleibt zu hoffen, dass mit diesem Big Brother Award und so, dass da vielleicht irgendwie mehr Aufmerksamkeit ist. Aber ja, also ja, wir als Verein versuchen natürlich auch das Thema irgendwie nach vorne zu bringen. Aber ja, ist fraglich. Aber ich denke schon, also in den USA ist es inzwischen so, dass es gab so eine Studie und die Werte werden jetzt noch viel höher sein, dass letztes Jahr 60% der Menschen schon so auffindbar sind durch diese Datenbanken. Aber ich denke, in Deutschland ist es noch nicht so weit, weil die Leute auch, viele Leute vorsichtiger sind. Und ich denke, das bringt schon was, da jetzt Schranken zu setzen. Öffentlicher Druck scheint ganz wichtig zu sein. Kontinuierliche Arbeit vom genethischen Netzwerk. Habt ihr denn Mitstreiter? Gibt es noch andere Initiativen, die sich speziell in diesem Bereich DNS-Analyse engagieren? Na, es gibt ja eben das Netzwerk Datenschutzexpertise, das sich da auch da einsetzt und eben dieses Rechtsgutachten gemacht hat. Aber sonst gibt es dann nicht so viele Organisationen. Also es ist Randthema, glaube ich, von einigen, aber ich weiß auch nicht. Also ja, nicht so viele. Ja, gibt es schon eine Analyse, wie viele Datensätze kreiert worden sind, einfach dadurch, dass man Daten eingegeben hat oder wo Menschen Daten von Dritten eingegeben haben, die ja gar nicht zugestimmt haben? Also kann man da schon irgendwie eine valide Aussage treffen, das sind irgendwie 10 oder 20 oder 30%, die da mittlerweile gesammelt worden sind? Gibt es Oversight-Committees, die da reingehen und sich mit der Zusammensetzung dieser Daten auseinandersetzen bisher? Also ich glaube nicht. Also habe ich jetzt noch nichts von gehört. Also das scheint ein relativ unregulierter Markt zu sein, auch in den USA. Also das Wachstum ist auch immens. Erst in den letzten 1-2 Jahren ist das so krass explodiert. Also auch verbunden mit sehr intensiven Werbekampagnen. Also inzwischen kriegt man auch in Deutschland auf Facebook oder auf anderen Webseiten die ganze Zeit diese Videos mit schönen Familienzusammenführungen und so. Genau. Du hast eben gesagt, dass es teilweise schon dazu gekommen ist, dass Familien ungewollt oder davon erfahren haben, dass es irgendwie noch andere Kinder und Geschwister und so weiter gibt. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das dazu kommt. Also müssen dann die,
sozusagen unbekannten Geschwister auch bei dieser Firma registriert sein, damit einem dann angezeigt wird, dass man mit denen verwandt ist? Oder wie geht das genau vonstatten? Also ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also manchmal ist es so, dass Leute das in ihre ganze Familie verschenken, so als Weihnachtsgeschenk, und dann natürlich rauskommt, oh, der eine Sohn ist gar nicht mit uns verwandt. Oder Leute machen halt Tests und dann sehen sie eben, dass sie Halbgeschwister haben, von denen sie gar nichts wussten, also weil eben die auch Tests gemacht haben oder ja auch entfernte Verwandte, also bis zum 3., 4. Grad ist das relativ zuverlässig danach. Ja, aber ja. Wir reden ja offenbar von Gesetzesverstößen, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es denn da überhaupt irgendwelche Strafanzeigen oder irgendwelche Ahndungen schon? Wissen Sie, ob das irgendwann mal vor Gericht schon verhandelt wurde? Nein, ich glaube, weil es auch, also ich meine, Ancestry ist erst seit Ende 2018 auf dem deutschen Markt, und es wurden, also das Netzwerk Datenschutzexpertise hat da auch, ich glaube, Datenschutzbeauftragte darauf hingewiesen oder Datenschutzbehörden, aber es ist ja noch nichts passiert, leider. Gesetzesverstöße könnte es doch eigentlich gar nicht sein, ne? Weil die Einwilligung freiwillig geben können, auch wenn sie unaufgeklärt werden. Meine hat natürlich einen gewissen Reiz auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man natürlich skeptisch sein, das ist ganz klar. Aber letztendlich, was ist denn wirklich die Alternative, wenn die zum Beispiel jetzt die Forderung nicht einhalten, die sie jetzt natürlich auch fordern? Wäre das jetzt Verbot oder dass man also nicht mehr das Recht auf Selbstbestimmung, egal wie blöd es auch immer ist, oder Aufklärung? Also in erster Linie könnte eigentlich nur Aufklärung sein, weil ein Gesetzesverstoß würde ich jetzt nicht sehen, wenn eine freiwillige Entscheidungsmöglichkeit besteht. Also es gibt eben das Gendiagnostikgesetz, und das besagt, dass es eben eine persönliche vollständige Aufklärung geben muss, also durch einen Arzt oder ärztliches Personal, und das ist da eben nicht gegeben, also es ist ein Gesetzesverstoß. Und das auch, wenn man Forschungsprojekte macht mit Genetik, da muss man, also mit DNA-Daten, da muss man die Probanden aufklären, was genau ist dieses Projekt, was wird da gemacht, und das ist eben auch nicht gegeben. Also, und deshalb findet da im Prinzip diese Aufklärung eben nicht statt. Und die Frage ist ja, würden so viele Leute noch das so einfach machen, wenn ihnen eben gezeigt würde, was die Konsequenzen sein können? Wahrscheinlich weniger. Und ich meine, das ist natürlich die Strategie der Firmen. Noch eine grundsätzlichere Frage. Sind Sie gegen die Gentests an sich oder wer sollte die sonst durchführen? Ist es der Staat, ist es die Charité? Wer sollte die Datenhoheit da haben, um die Forschung voranzutreiben? Also ich bin immer dagegen, wenn falsche, also auch im, sozusagen mit so einem wissenschaftlichen Anstrich, der meiner Meinung nach hier falsch ist, eben Sachen versprochen werden, die nicht einhaltbar sind. Und das machen eben diese Tests, also diese Gesundheitsvorhersagen, diese Herkunftsanalysen. Das klingt alles so wissenschaftlich. Sie sagen ja auch mal, sie berufen sich auf Wissenschaft. Das machen sie eben sicher auch irgendwie. Also die durchforsten eben wissenschaftliche Publikationen und berufen sich auf die. Aber ja, was da rauskommt, das ist schon, wenn man die Ergebnisse von verschiedenen Tests vergleicht, die sind sehr unterschiedlich und und die geben Leuten vielleicht auch eine falsche Sicherheit dann oder ja, beunruhigen sie, und das finde ich verantwortungslos und sollte eben nicht gemacht werden. Und deshalb natürlich kann man sagen, mit den Daten, die da rauskommen, wird dann geforscht, aber die Frage ist ja, also ich meine, das Thema führt jetzt ein bisschen weiter, aber sozusagen die Versprechen, die mit so einer genetischen Forschung gemacht werden, konnten bis jetzt auch wenig eingehalten werden. Und deshalb finde ich es auch schwierig, wenn mit solchen Versprechen dann geworben wird, dass man was Gutes für die Menschheit tut, wenn man seine Daten rausgibt. Letzte Anschlussfrage.
Um diesen wirtschaftlichen Interessen entgegenzuwirken, müsste man aber trotzdem ja die Wissenschaft als solche weiter nach oben stellen. Also das hieße ja schon, es müsste dem ganzen Institutionen gegenübergestellt werden, die quasi bessere Tests auf den Markt bringen oder validere Tests auf den Markt bringen. Oder sollte man das komplett einfach cutten und gesetzlich verbieten? Also sozusagen als Datenschützerin würde ich sagen, es ist immer eine schlechte Idee, seine Daten rauszugeben oder irgendwo sammeln zu lassen, weil man weiß nicht, was später nochmal passiert oder so. Und ich würde denken, ja, also wenn solche Tests entwickelt werden, aber es ist eben so, die Frage ist, ist es überhaupt möglich, diese Tests so zu entwickeln? Steckt überhaupt diese Information in den Daten, sind wir in den DNA-Daten, sind wir überhaupt in der Lage, die jemals so solche Tests anzubieten? Und bevor das eben nicht gegeben ist, also es gibt da auch sehr viel Forschung zu, also in der Wissenschaft wird ja auch sowas gemacht, dass viel so kleine genetische Abweichungen korreliert werden mit bestimmten Erkrankungen und so. Und da gibt es aber auch sehr viel Diskussion, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob das nicht nur ja, Wahrscheinlichkeiten oder statistische Korrelationen sind, ob das wirklich kausale Zusammenhänge sind. Genau, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, akademische Wissenschaft ist auf jeden Fall besser und die sollten eben solche Tests anbieten. Also wenn man wissenschaftliche Studien macht, wo Patientendaten benutzt werden, dann muss das eine Ethikkommission vorher beurteilen, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht. Dann müssen die Daten pseudonymisiert oder anonymisiert werden. Das sind also ganz strenge Bedingungen. Es gibt hier in Berlin eine Kommission, die sich um das Gendiagnostikgesetz kümmert und die Richtlinien dafür macht, also gesetzliche Vorgaben dafür macht. Ich bin Patientenvertreter in dieser Kommission und da sind sehr, sehr strenge Regeln, die gemacht werden, was die Aufklärung angeht. Und das wird hier alles nicht berücksichtigt. Offensichtlich gibt es niemanden, der diese strengen Regeln hier interessieren, wenn es darum geht, dass man damit diesen Daten Geschäfte machen kann. Und das ist schon sehr, sehr bedenklich, wenn ich das sehe. Ist das also, ich weiß gar nicht, weshalb wir da sitzen und arbeiten. Ja, dem habe ich nichts zuzustimmen, also nichts zuzufügen. Oh, das ist jetzt aber eine ganz frustrierende Note, auf der wir deinen wunderbaren informativen Beitrag beenden. Retten es noch mit einer letzten Frage. Ja, ich habe da noch eine Frage, die ist ein bisschen divers. Stell dir doch mal vor, die Bundesregierung hat jetzt eben ein neues Flüchtlingsverschärfungsgesetz verabschiedet. Da sollen jetzt Kinder mit 6 Jahren ihre Fingerabdrücke abliefern. Stell dir doch mal vor, da werden die DNA-Daten genommen. Ja, möchte ich mir nicht vorstellen. Okay, das war ein Versuch, dass es doch noch auf einer positiven Note endet, aber das ist leider gescheitert. Aber dessen ungeachtet, ganz herzlichen Dank an Isabel Bertram für ihren Beitrag. Ja, ich wollte auch noch mal sagen, ich habe auch noch so Material mitgebracht. Also wir setzen uns eben für genetischen Datenschutz schon sehr lange ein und werden das auch weitermachen. Und da hinten liegt Infomaterial, gerne mitnehmen.